Servus und willkommen, meine Freunde, bei Final Fantasy. In der letzten Folge haben wir Bark besiegt und jetzt können wir uns Steine aus dem Vorratslager oder was es auch ist holen. Mal schauen, wie die beiden miteinander reden werden. Bist du nicht zu alt, um mit Puppen zu spielen? Schweig, Kerl. Ich mache mir Sorgen um das Wohlergehen der Prinzessin. Das alles ist einzig und allein eure Schuld, weil ihr zwei zwielichtigen Gestalten eine Entführung planen musstet. Halt die Schnauze. Ich werde keine Gnade kennen, sollte der Prinzessin etwas zugestoßen sein. Reg dich nicht so auf. Ich hatte sowieso jetzt vor, die Prinzessin zu retten, und ich könnte Hilfe gebrauchen. Wenn du mir versprichst, nicht rumzunerven, nehme ich dich mit. Also, was sagst du? Solchen Diebesgesindel wie euch kann ich nicht trauen. Wer weiß, was ihr wieder im Schilde führt. Mach dir nicht ins Kettenhemd, die Entscheidung habe ich allein getroffen. Mit der Tantalus hat das nichts mehr zu tun. Die Prinzessin retten, das ist alles, was ich möchte. Potzblitz, kann ich deinen Worten Glauben schenken? Wenn ich auch nur den geringsten Verdacht hege, werde ich dich an Ort und Stelle in zwei spalten. Dann ist ja alles gebongt. Hoffentlich bist du auch nützlich. Hast du verstanden? Auf gar keinen Fall habe ich dir verziehen. Ist ja schon gut. Nun gut, dann lasst uns den Schwarzmagier fragen, ob er uns auch nicht auch seine Kräfte leiht. Vivi. So ist es. Die schwarze Magie vom Meister Vivi war gegen dieses Monster äußerst effektiv. Ich möchte ihn da zwar nicht unnötig hineinziehen, aber es gilt, die Prinzessin zu retten. Und dafür benötigen wir die Kräfte von Meister Vivi. Gute Idee. Wir sollten ihn gleich fragen gehen. Ihr seht die Truhe da? Ja, ich auch. Ich werde nämlich dann direkt gleich wieder zurückgehen in den Raum und uns erstmal den Inhalt dieser Truhe holen. Das muss dann... Jawohl, das ist ein Ether. So, gleich darauf werden wir unsere beiden Neuzugänge im Team... ausrüsten, nicht heilen, Entschuldigung. Heilen, sage ich schon. Die sind alle geheilt. Hier sind wir, Vivi. Wir starten unseren Plan, die Prinzessin zu retten. Gut. Aber seid bitte vorsichtig. Wir möchten, dass du auch mitkommst. Ich? Aber ich werde euch bestimmt nur ein Klotz am Bein sein. Mitnichten. Die Magie von Meister Vivi war äußerst effektiv gegen das Monster. Ihr seid eine weitaus größere Hilfe als diese halbe Portion von einem Räuber hier. Aber ich traue mich irgendwie nicht. Außerdem konnte ich mich auch vorhin schon vor lauter Angst kaum bewegen. Es ist für die Prinzessin. Und nicht nur für die Prinzessin. Auch für das gesamte Königreich Alexandria benötigen wir eure Hilfe. Wenn du Verantwortung spürst, handle. Das ist es doch, was einen Mann ausmacht, oder Vivi? Na los, lass uns Prinzessin Garnet aus den Fängen des Monsters befreien. Na gut, ich versuche euch nicht im Weg zu stehen. Wir stehen in eurer Schuld, Meister Vivi. Übrigens, Meister Vivi. Ja? Als ich euren gekonnten Umgang mit der Schwarzmagie sah, kam mir ein Gedanke. Flüster, flüster, bla bla, tuschel, tuschel. Magieschwert? Okay, ich werde es versuchen. Das können wir probieren, alles klärchen. So, ihr habt gerade gelesen, Magieschwert. Das hat leider nur eins auf sich. Wir gehen nochmal nach oben. Schauen wir nochmal, was da oben... Ne, oben haben wir schon alles gemacht. Also. Da ist nicht. Da ist nicht. So, als nächstes müssen wir nach unten, wenn ich mich richtig erinnere, durch die Kammer. Wieder raus. Alter Angeber, hast dich total in die Kleine verschossen, was? Ich kann ein Mädchen in Not nicht einfach im Stich lassen, so bin ich nun mal. Was bist du nur für ein Hecht, ich glaub. Mein Frühstück kommt mir gleich wieder hoch. Aha. Dir passt es wohl nicht, dass ich mich mit Prinzessin Garnet anfreude, oder? So ein Schwachsinn. Daran habe ich kein Interesse. Hier, nimm das mit, Sidan. Ich brauche doch keinen Liebestrank. Noch mehr Frauen und ich muss Buch führen. Das ist kein Liebestrank, Schwachkopf. Das ist die Medizin, die die Sporen abtötet, falls ihr wieder welche abbekommt. Na, wenn das so ist, dann sag's doch gleich. Hättest du mir eben bis zum Ende zugehört, anstatt Blödsinn zu sammeln? Gegengift von Blank. Erhalten. Und jetzt noch ein Hinweis vom Chef. Weißt du noch, dass du dich mit Abilities ausrüsten kannst, Sidan? Über dich im Kämpfen, auch wenn du die Tantalus verlässt.
Du wirst noch wesentlich stärker werden, wenn du lernst, mit deinen Abilities umzugehen. Gib Acht auf dich, Bark. Wie rüste ich mich nochmal mit Abilities aus, Blank? Was? Das blickst du auch nicht? Wofür taugst du denn überhaupt, Mann? Unter Menüs, Abilities, Anlegen, kannst du dir die entsprechenden Abilities aussuchen. Geht klar. Dann sieh mal zu, dass du hier nicht vor die Hunde gehst, Blank. Hoffentlich muss ich deine Visage nie wiedersehen. Das würde ich jetzt nicht zu laut sagen, Blank. Das würde ich jetzt nicht zu laut sagen. Wenn es nimmer bei der Tantalus bist, sie dann muss ich auch von dir Geld nehmen. Gesetz ist Gesetz. Brauchst du was? Ja. Kauf mal einfach mal. Ach nee, das will ich gar nicht so viele. Ich will einfach nur 11 Stück. Zack, dann nochmal 20. Phönixfedern haben wir genug. Muss man nichts kaufen. Alles klärchen, Bärchen. So. Dann speichern wir einfach mal. Einfach nochmal speichern. Speichern. Ja, speichern. So machen wir das. So machen wir das. Steckplatz 1. Komm. Zack. Oh yeah, baby. Pff, tsch, pff, tsch. Drei Mann. Jetzt habe ich es fast vergessen. Siehst du? Ich kläre dich über das Mocknet auf, Kupo. Das Mocknet ist ein globaler Postdienst für Moris von Moris. Kupo. So können wir von irgendeinem Mori einen Brief erhalten oder ihn bitten, einen zuzustellen. Kupo. Aber in letzter Zeit kommen nur noch selten Moris vorbei. Kupo. Ein Brief für sie dann. Kupo. Von Ruby an sie dann. Sie dann. Jetzt jut? Also bei mir ist alles Jens jut soweit. Übrigens, ich habe hier in Alexandria einen interessanten Typen kennengelernt. Ich schreibe bald wieder. Das freut dich doch bestimmt. Ja, PS. Schöne Grüße an den Ries von Dandalus. Diese Ruby benutzt schon ziemlich seltsame Wörter. Ich verstehe nur Bahnhof. Kupo. Danke. Hast du noch was für mich im Mognet? Bisher empfangene Briefe lesen nichts. Okay, ich hätte so gerne einen Brief. Ja, ja. Ja, ja, den hätten wir doch alle gerne. So, als nächstes hauen wir ab. Und zwar in Richtung... Ne, jetzt müssen wir erstmal das Team wieder auf Frisch freshen. It's fresh, fresh. I'm excited. Fresh, fresh. I'm excited. Nein, nicht die Augentropfen. Das Seidenhemd. Den Lederhut. Okay, und jetzt legen wir mal an. Fallschirm. Bestientöter. Ah ne, wir müssen jetzt erstmal hier, da können wir noch Bronzefäustling ranhauen. Okay, anlegen für Vivi. Anlegen, ja, haben wir nichts für dich. Lederhut, den hast du. Armreif. Seidenhemd. Blitzvita, Kavalier. Das ist nichts für dich. Blitz ist was für dich. Armreif, Geld und Leben, das kannst du eh nicht lernen. So, dann gehen wir mal auf Abilities. Anlegen. Kannst du nichts anlegen? Benutzen kannst du eigentlich auch noch nicht. Sieh da an. Hast du noch was zum Anlegen? Sieht nicht so aus. So. Fügt fliegenden Monstern immensen Schaden zu. Fügt insektenartigen Monstern immensen Schaden zu. Fügt Bestien immensen Schaden zu. Verhindert Gift und Toxitus. Das gefällt mir, die Fähigkeit von Steiner. Die gefällt mir tatsächlich. Ja, das muss ich jetzt nicht sehen. Ansonsten haben wir noch was für einen Steiner, was ihn vielleicht besser machen könnte. Kraftklinge. Das ist eine passive Fähigkeit, die wir hier haben. Das würde höchstens seinen Angriff steigern. Ach, das müssen wir uns noch überlegen. Wir gehen jetzt erstmal ein Stück weiter. Haben den ersten Kampf als Team. Ist recht schnell gemacht, denke ich mal. Sollte alles kein Problemchen darstellen. Wir werden in der nächsten Folge, ich mache das nicht so wie andere, sondern wir werden einfach zusammen trainieren gehen.
Das sehe ich einfach als ganz gute Sache. Hat sich erledigt mit dem Kampf hier. Die Kämpfe werden eh recht schnell gehen. Ich möchte einfach Level 10 haben oder so. Einfach ein bisschen fixer trainieren. Beispielsweise unser Zidane ist fast schon Level... Ach so, jetzt da sie... Ah, jetzt teilen sich die EPs auf. Jetzt das... Das ist natürlich noch beschissener ein bisschen. Da wir so etwas länger kämpfen müssen. Ah ja, aber wir werden jetzt auf jeden Fall mal in den nächsten Bildschirm kommen. Und wir werden beim nächsten Speicherpunkt, werde ich abspeichern und die Aufnahme kurz beenden, dass ich aufs Klo kann. Und dann fangen wir eine neue an. Und das ist ein fast Hinterhalt, ein beinahe Hinterhalt. Und wenn meine Sachen noch einmal hier so rumpieksen, beispielsweise jetzt meinen, was war denn das eigentlich? Das war irgendwas von meinem scheiß Kasper Security oder so. 7 EPs, die anderen steigen wegen einem lächerlichen 2 EPs nicht auf. Ja, ist natürlich traurig. Das ist natürlich ganz traurig. Ja, nächster Bildschirm ohne einen Kampf dazwischen. So, Active Time Event. Ein Konzert im Wald. Ein Konzert im Wald. Ein bisschen mehr Schwung, wenn ich bitten darf. Lasst uns den Viechern zeigen, was eine Pauke ist. Das macht einen richtigen Mut. Macht einen richtig Mut. Endlich wieder Musik. Quietsch, tröd, quietsch, tröd. Ihr seid ja richtig am Tuten und Blasen. Ah, ja. Wir gehen uns kurz umschauen. Haltet euch bereit zum Abmarsch. Klaro! Ein schönes Stück übrigens. Aus Final Fantasy 7, wohlgemerkt. Ein wunderschönes Stück. So. Wo befinden wir uns denn hier? Hier haben wir einen kleinen... Ja, war klar, dass es in den nächsten Kampf geht. Keine Sorge, Prinzessin. Hilfe ist auf dem Weg. So. Ach, das erste Mal 2 Gegner vor uns. Es gibt natürlich mehr EPs. Deswegen habe ich nichts dagegen, wenn wir 2 Gegner haben. Feuer! Baby, Feuer! Bad! 148 Damage. Fuck, ist das hart. Alles gleich im Bärchen. Da darf sich auch Vivi freuen. 14. Ach so. Ach Quatsch, 15 bekommen wir pro Kopf jetzt. Freut mich. Level 2. Phönixfeder und 180 Gil. Das ist natürlich was ganz Feines, muss man schon sagen. Ich hoffe, wir kommen jetzt dann weiter. Ich möchte noch eine Sache machen, bevor wir aufhören mit dem Part. Und zwar hier, genau. Da geht's nach oben. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Und hier kann man dann bald trainieren. Das ist nämlich eine Stelle in dem Spiel, die ich euch gerne zeigen möchte. Wieder 2. Das heißt Level Up für alle 3 in dem Fall. Wenn mich nicht alles täuscht, Steiner und Vivi sind recht schnell, haben eine gute Gewandtheit. Das ist natürlich ganz was Feines. Okay, der erste ist tot. Der zweite wird jetzt auch sterben aufgrund von Vivis Attacke. 150 Schaden fast, das ist schon stolz für den Bereich. So, 15 EPs, ach, werden doch nicht alle aufsteigen, habe ich schon fast zu viel erwartet. Augentropfen kann man mal benutzen. Alles klärchen, so, ich hoffe wir kommen weiter ohne den Kampf nochmal zu führen. Genau, da wollte ich jetzt hin für den Part. Wie ihr sehen könnt, ist hier so eine Art Quelle. Der Kupo versteckt sich im Baumstamm, sieht man gar nicht. Und hier scheinen keine Monster zu sein. Ja, da hast du auch ziemlich recht. Oh, ein Naturbrunnen. Active Time Event. Lagebesprechung. Dum-dum. So, bist du dir sicher, Chef? Ich bin mir immer sicher.
Wir werden auch hier abhauen, sobald wir bereit sind. Nimm diese Karte mit. Bis Lindblum ist es noch ein sehr weiter Weg. Alles klar, wir sehen uns im Quartier. Jawohl. So. Anscheinend packt sich auch die Tantalus-Gruppe zusammen und haut ab. Wir werden uns hier heilen. Naturbohnen. Komplettheilung der HP und MP. Für die gesamte Gruppe, wohlgemerkt. Nicht nur für mich, für die komplette Gruppe. Hier werden wir den kleinen Mogri. Ich hätte so gern einen Brief. Hier werden wir einfach abspeichern. Zack. Und du speicherst genau das Ganze machen. Ich glaube, ich habe eine Stunde lang nichts gemacht, deswegen dauert das jetzt auch ein bisschen. Ja, überschreiben kann man mal machen. Machen wir's. Machen wir's. Müsst jetzt auf über 4 Stunden. Ach nee, 3 Stunden. 3 Stunden schon. Das ist schon stolz. In dem Sinne, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschaußen.